Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir. Ja, mich und dich verwechsel ich nicht, das kommt bei mich nicht vor. So, wir sind wieder neu und frisch hier am Start und wollen noch einmal gucken. Also wir wollen uns ja vorbereiten für unsere große Wanderung. Nur das Problem ist, uns fehlen einfach Ressourcen und die haben wir nicht. Die müssen wir erstmal erzeugen. Ohne diese Ressourcen werden wir einfach nur elendig krepieren. So, weil es so schön ist, habe ich mir gedacht. Nee. Oh, Junge. Konzentration. So. Ich glaube, das ist soweit, ne? Oh, ich glaube, das ist soweit, ja. 1, 2, 3. Nee, ist doch richtig. 1, 2, 3. Perfekt, okay. Und ran damit dir. Was wir jetzt machen werden, ist einmal zack, 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 zack. Ich fand die Musik immer sehr beklemmend. Aber auch romantisch. So. So, sagen wir das erstmal soweit. Das sollte eigentlich passen. Haben wir da noch ein paar Steinchen, genau, das passt auch perfekt. Dann können wir die nämlich für hier nehmen und können sofort wieder die Türen einbauen. So, die Tür kommt aber so. Okay, und den Rest können wir tatsächlich mit diesen hässlichen Steinen hier. Ich finde die nicht so schön insgesamt, aber okay. So, da haben wir wenigstens schon mal das. Nur ein Problem, was wir jetzt wiederum haben, ist, dass wir hier nicht auf, dass das ein bisschen tiefer gelegt ist und das ist natürlich doof. Theoretisch, es soll erstmal nur, also ganz ehrlich, erstmal nur so als provisorisches Feld dienen, was natürlich später dann nochmal geändert wird, was wir definitiv auch nicht hier anbauen werden. Und es gibt einfach keine saftigen Gräser hier. Nur vereinzelt haben wir mal richtig geile, schöne Sachen. So. Okay. Ach, komm. Da muss ich ja noch ausbreiten können, das ist ja auch noch wichtig. Der kommt da hin und dann brauchen wir nochmal. Wie war das? So. Ja, das dauert ganz schön lange bei dem Mist hier. Was wir allerdings auch nochmal bräuchten. Und
Das sind nämlich einmal hier diese Fackeln, die auch sehr wichtig sind. Aber den würde ich gerne eher hier ran machen. Und einmal daran. Und da oben ist nochmal die andere Fackel hier. Genau, dann bauen wir das nämlich einfach mal so weit aus. Dann haben wir das auch schon mal. Nur was ich eigentlich ganz gerne machen würde. Das sieht nicht gut aus. Was ich eigentlich gerne machen würde, ist, ich würde es gerne verlängern hier, ein wenig größer machen, weil es sieht nun wirklich nicht vorteilhaft aus. Und auch das hier muss einfach mal weggemacht werden. Ehrlich, so eine Geräusche und so eine Musik, die macht mir richtig Angst. Also das heißt, da kommt gleich wieder jemand, oder ist da oben jemand? Boah. Also ich packe am besten erstmal die ganzen Sachen hier rein. Falls irgendwas ist, dann dann verliere ich zumindest nichts. Außer, gut, na gut, den können wir jetzt auch erstmal da reinmachen. Den brauchen wir nicht da reinmachen. Aber an sich, ganz ehrlich, sollten wir eigentlich keine Angst haben. Aber wir haben es trotzdem, weil es so schön ist. Genau. So, die Weizen, die haben wir hier, das brauchen wir noch hier. Ich würde eigentlich gerne nochmal, ganz ehrlich, das Holz nehmen. Obwohl, es ist viel zu wenig. Wo ist das ganze Holz? Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Hacke-Hacke machen. Und jetzt würde ich auch gerne gucken und ein bisschen Ausschau halten. Falls es nicht doch ein Signal dafür ist, dass hier jemand kommt. So, man kommt hier einfach nicht hoch. Ich habe keine Ahnung warum. Was muss man machen, damit man hier hochkommt? Der schafft es nicht. So, dann probieren wir es hier nochmal. Keine Ahnung. Also manchmal kommt er hoch und manchmal nicht. Da müssen wir einfach mal hier hingehen. Vielleicht sehen wir hier auch ein bisschen. Also von hier aus ist nichts zu sehen. Außer die Hühner, die hört man. Ansonsten ist es relativ ruhig. Ja. Also was wir jetzt auf jeden Fall noch machen werden, ist ein bisschen Holz hacken. Und ich mag diese Bäume hier, deswegen werde ich die nicht abhacken. Das gehört sich nicht. So, ich gehe einfach mal darüber und hack diese Bäume da hinten ab. Oh, was ist denn das alles? Boah, das ist ja Wahnsinn. Schon wieder die Sonne unten? Oh. Na, dann brauchen wir jetzt nicht dahin gehen, wenn die Sonne jetzt schon wieder untergeht. Das ist natürlich traurig. So, dann könnten wir das ja schon eigentlich schon mal hier wenigstens... Sieht das krass aus. So. Da werden wir jetzt nochmal den reinmachen. Zack. Und theoretisch brauchen wir dann nochmal diese Steinchen. Und
zwar diese hier, die wir gleich dafür benutzen werden, nachdem wir ein bisschen geschlummert haben, um dann den Boden hier nochmal gleich zu machen, weil gleich werden wir das hier alles abreißen. Und ja, ich kann nur nachts schlafen, ich weiß. Guten Morgen, liebe Leute. Was soll das denn? Das ist auch nicht schlecht, ja? Seht ihr das oben am oberen Bildschirmrand? Tja. So geht Minecraft heute. So. Den machen wir nochmal dahin. Was ist das denn hier? Okay. Oh yay. Da kommen sie schon wieder. Diese Idioten, also die nerven mich tierisch. Theoretisch müsste ich sie wieder abschlachten. Aber wenn. Nee. Also das ist wirklich. Eine Frechheit. Ich weiß nicht, ob die mich dann irgendwie verfolgen, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber ich werde jetzt einfach mal ein paar Bäume hacken gehen. Und die gehen ja auch ganz woanders lang. Von daher kann es ja egal sein. Wir hoffen einfach mal, dass wir ihnen oder sie uns nicht in die Quere kommen. Weil das wäre nämlich doof. Okay, soweit so gut. Also wie gesagt, wir hoffen nicht, dass sie jetzt hier lang kommen. Das wäre nämlich ganz doof. Weil dann würden wir richtig einen auf den Latz bekommen. Und das wollen wir ja nicht. Boah, Kuh. Ich glaube, die sind auch richtig geil drauf, wenn jemand so ein bisschen ja, ich komme hier einfach nicht hoch, ne? Vorher ging es noch. Jetzt geht es leider nicht mehr. Und deswegen hoffe ich immer, dass ja. Ich hoffe, dass die hier nicht lang kommen. Also das ist meine größte Sorge, die ich momentan habe, dass die hier wieder zurückkommen und dann einfach mich fertig machen und ich zu dumm bin, wegzurennen. Ja, so, das ist jetzt momentan meine Sorge. Aber so wie es aussieht, sind sie irgendwie da hinten, oder? Da ganz da hinten. Ich kann es leider nicht erkennen. Irgendwie da. Keine Ahnung. Ich muss jetzt Bäume hacken gehen, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Boah, wie ich die hasse. Das ist nämlich das große Problem, weil man hier nichts sieht. Zu viele Bäume. So, das war das Schwein. Auch vor einem Schwein habe ich schon Angst, ehrlich gesagt. So, liebe Schwein, jetzt noch mal kurz hier Hacke, Hacke, Kuchen machen.
Also irgendwas stimmt mit dem Spiel hier nicht. Eben schon wieder so ein hässlicher Bug. Boah, Alter, was ist denn los mit dir? So ist mir das jetzt so wieder. Boah. Das muss so erschrecken. Aber das sieht ja mal richtig geil aus. Wahnsinn. Also das sieht wirklich wunderschön aus, diese Welt. Das sieht auch schön aus. Also. Das ist doch mal wirklich fantastisch. Diese ganze Welt, wie sie eingegraben ist, wie hier alles eingegraben ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir wohnen. Ich glaube da hinten, genau. Das Gebirge hier und dann. Jetzt hier aber noch weiter. Ja, also hier dann so wunderschön mit dem ganzen Gebirgszug hier lang. Das ist wirklich herrlich, ehrlich gesagt. Geht's denn so? Und vielleicht kann man hier auch ein kleines Häuschen aufschlagen. Aber wenn man hier, das Schöne ist, dass wir schon ziemlich viel ernten können. Also was ernten, sage ich, dann nenne ich das. Ein paar kleine süße Körnerchen. Uns besorgen. Ah, ich bin wirklich, da ist auch noch so ein Pilzbaum, wie man sieht, auch geil. Bin da so ein bisschen immer auf der Hut. Ich glaube, also bei den anderen, bei denen, wo die noch nicht updated wurden, zum Beispiel 2014 oder so, die Version von Minecraft, die waren halt nicht so gefährlich, hatten natürlich auch schon ihre Tücken. Oder ging es halt nicht darum? Irgendwann. Dass man. Ich sag mal, dass man die. Also jetzt kriegt man auch das raus, das war vorher alles gar nicht möglich. Also ich meine natürlich, dass man diesen... Na Schweinchen. Dass man... Gibt's gar nichts. Auf jeden Fall war das vorher halt möglich, nicht möglich, dass man das schon von ganz alleine irgendwie. Dass man es irgendwie von ganz alleine jetzt diese Baumkrone da bearbeiten kann. Also es ging natürlich auch schon, aber dass man eben diese Setzlinge bekommt, das war nicht so. Also ich würde das gerne hier ein wenig schöner gestalten, als es jetzt ist. Jetzt sieht das wirklich ein bisschen zu abgehackt und abgefuckt aus. Aber wir haben wirklich noch so viel vor in dieser ganzen Sache, dass... Also ich glaube, das mache ich hier auch erstmal alles weg.
Ja, okay. Okay, jetzt geht die Sonne schon wieder unter, also es ist ein bisschen traurig. So, wo haben wir denn die Steine? Jetzt haben wir die. Achso, stimmt, die haben wir ja gar nicht mehr, richtig. Tja, was wir denn dann schon mal machen können, ist das hier. Das macht nichts. So, und dann können wir gleich mal hier schlummern gehen. Tür zu. Achso, das geht ja noch gar nicht. Dann hacken wir erstmal die ganzen Bäumchen klein und krumm. Zack. Das ist das Schöne, man kann so viel bauen, es vermehrt sich alles, das ist wirklich ein Traum. Und mal mit einem Stein in der Hand eingeschlafen, kann ja auch eine schöne Sache sein. Aufgestanden, das wird hell, alles freut sich. Man muss immer natürlich gleich Ausschau halten nach den Banditos. Die sind nämlich nicht ohne. So, da hacken wir mal kurz die Bude hier klein. Obwohl ich gar nicht, eigentlich brauchen wir das alles nicht so machen. Wir können es auch gleich so machen. So. Und theoretisch finde ich eigentlich schön, wenn man das sogar ein bisschen ausbauen kann. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich werde es gleich mal ausbauen. Zu einem neuen Zimmerchen. So, was wir hier natürlich machen, wir sagen mal, wir haben kein Holz. So, du kommst dahin. Fuck. Ich glaube, das war auch bescheuert eben von mir. Bekloppt. Aber vielleicht auch nicht. Weil dann können wir den nämlich hier ran machen. Und dann haben wir auch diesen schon fertig. So ran und hier machen wir zu und haben kein Holz mehr. Doch, haben wir genug geholt. Wir waren ja fleißig. Aber da haben wir, glaube ich, wieder einen Fehler gemacht gerade. Ja, egal. So, hier stimmt einer nicht. Und da oben stimmt auch einer nicht. Irgendwie habe ich mich hier leicht verbaut. So, dann haben wir den mal hier so. Dann können wir hierfür. So, zack. Dann würde ich es nämlich so machen, dass wir hier so eine kleine Glasfront haben. Und hier weiß ich nicht so genau. Das können wir gleich nochmal sehen. Und dann können wir nämlich hier so zumachen und hier auch. Und hier weiß ich eben noch nicht, was wir hier machen, aber es könnte auch geil werden, glaube ich, wenn wir hier einfach so zu wenig. Okay, dann müssen wir nochmal hier ganz kurz. Und ja, zu wenig Glas ist natürlich auch kein Spaß. Dann müssen wir noch mal kurz ein bisschen Sand
fördern. Und ich würde eigentlich, glaube ich, tatsächlich gerne hier auch nochmal so einen kleinen Durchgang haben. Dann haben wir das nämlich fast fett. In der Zeit, wo wir hier Zeit, wo wir zum Beispiel darauf warten, so, ich glaube, einer kommt da noch raus, einen haben wir noch, keine Ahnung, jedenfalls solange wir hier auf unser Essen warten, das müssen wir leider machen. In der Zeit können wir dann eben tatsächlich, wir können auch mal ein paar Zäune bauen, ne? Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Ich glaube, wir haben ja auch... Oh shit, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Wir haben endlich wieder... So, müsste jetzt eigentlich leer sein. Boah, hier sind ja große Fische, mein lieber Mann. Sind ja riesig. Vielleicht können wir doch mal irgendwann fischen gehen. Was wir allerdings hier als erstes machen, und wir müssen uns erstmal absichern. So. Und hier würde ich eigentlich ganz gerne, muss ich sagen, ein paar Türchen reinbauen. Ein paar schöne Türchen, die wir übrigens am allerbesten und am allerliebsten aus diesem hellen Holz nehmen. Und dann machen wir hier eine Tür draus. Vielleicht 6 am besten. Die machen wir weg. Weil ich finde, so ein bisschen hellere Sachen sind immer ganz, ganz schicki. Natürlich zu hell sollten sie nicht sein. Aber sieht immer. Oh, da kann man ja gar nicht durchgucken. Das ist ja doof. Macht nichts. Wir haben genug Fenster. Jo. Was machen wir hier? Wir wollten ja noch mal ein bisschen Glas. Moment. Das Glas sollte man nicht werfen, was der gemacht hat. Ganz gefährliche Wolle. So. Dann machen wir einfach mal so ein Fensterglas, weil das, da kriegen wir aber sehr viel raus, das finde ich richtig geil. Wo ist es denn jetzt? Hier, zack. So, dann haben wir das schon mal. Und ich würde auch sagen, dass wir hier so machen. Na, das sieht ja auch klasse aus. So, das haben wir in den Sand gesetzt und dann würde ich einfach sagen, dass wir hier vielleicht auch noch mal das so zumachen und hier weiß ich nicht, wahrscheinlich eher so, ne? Und das sieht auch ganz gut aus, finde ich. Hier haben wir jetzt genug von dem, was wir eigentlich, dass hier haben wir eigentlich genug Raum jetzt, also neuen Raum erwirtschaftet, erschlossen, in dem wir auch endlich immer unsere Kiste anbringen können. Genau, so sieht es ganz gut aus, finde ich. Das kann so bleiben. Vielleicht machen wir dann einen oder auch nicht. Und dann, bauen wir hier noch ein paar Kisten hin, hier noch mal ein paar Steine. Und was ist denn da los? Und dann ist das auch ganz schick
Und hier fehlt uns anscheinend noch eine Scheibe. So, jetzt haben wir alles. Jetzt ist alles dicht. Hier würde ich das eigentlich gerne nochmal ein bisschen hochziehen, so wie hier auch. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Und danach, würde ich sagen, dass wir uns dann in einer neuen Folge wiedersehen. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Entschuldigt manchmal die Qualität, die ist nicht, die lässt manchmal ein bisschen, hinkt manchmal ein bisschen hinterher, sag ich mal. Aber am Anfang ist alles nicht so easy. Und deswegen gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es toll fand. Und oh je, das sieht nicht gut aus. Und gebt mir einen Daumen runter, wenn ihr es doof fand. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr dann bald wieder mit dabei seid in der nächsten Folge. Tschüss.